Hallihallo, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, begleitet von guten Energien um euch herum. Wünsche euch viel Gesundheit und den göttlichen Segen für dieses Jahr. Mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich habe vor 2 Tagen schon überlegt, dass ich, was das Orakeln angeht, immer mal wieder ein bisschen was verändern möchte. 2022 ist das Jahr, in dem deine weibliche Seite, deine fühlende Seite, in den Fokus gestellt werden darf. Seelenotto hin oder her, es geht darum, dass du dich befreist in erster Linie. Indem du das tust, wird auch dieser Seelenotto-Prozess voranschreiten, sich entwickeln in die richtige Richtung. Ja, und deswegen werde ich versuchen, dir einige Impulse an die Hand zu geben, die dir einfach helfen, so ein paar Dinge, die sich im Kopf in deinem Leben lange manifestiert haben. Ja, da die Sichtweise Stück weit zu verändern. Und ich habe mir heute überlegt, ich mache jetzt für jedes Sternzeichen eine kurze Legung. Wir fangen an mit dem Steinbock, weil die Steinböcke, na, das ist die Zeit, in der die Steinböcke Geburtstag haben. Und ich fange mal an. Ich möchte wissen, was bringt denn der Januar für dich? In welcher Energie wirst du sein? Du schaust wie immer, ob du mit der Legung überhaupt was anfangen kannst, was du für dich mitnehmen möchtest, entscheidest du selbst. Und es ist natürlich auch nicht uninteressant, schon mal auf den Aszendenten, das Mondzeichen und so weiter zu schauen. Der Steinbock. Der Steinbock wird im Januar noch so ein bisschen gequält sich fühlen, weil das Außen ihm transportiert, dass da irgendwas in den Verlust gehen könnte. Das wird ein Monat sein für die Steinböcke, ja, der schwer wird. Das sage ich nicht gern und auch nicht schnell. Aber die neun Schwerter, das ist eine schwere Energie. Da werden nochmal Gefühle hochkommen, wie Verlassenheitsängste, Zukunftsängste, schlechtes Gewissen, sich alleine fühlen. Könnte auch die eine oder andere schlaflose Nacht um die Ecke kommen. Verzweiflung. Ja, das sind Gefühle, die halt in einigen von diesen Steinböcken immer schon da waren, die aber einfach unter Verschluss an die Seite geschoben wurden. Könnte sein, dass was bereut wird. Diese Gefühle müssen aber irgendwie rauskommen. Das heißt nicht, dass man darin ertrinken muss, sollte, sondern ich sage ja immer, aus der Situation, in der man gerade steckt, das Beste machen. Wir schauen mal, was für den Schützen in Sachen Liebe, nicht den Schützen, den Steinbock in Sachen Liebe, das Thema sein wird im Januar. Er hat das Gefühl, er genügt nicht und stellt fest, dass er innerhalb seiner Liebesverbindungen immer nur Co-Abhängigkeiten geschaffen hat. Er hat sich, also ne, er, sie, ihr wisst das, der Steinbock hat sich immer abhängig gemacht. Innerhalb einer Verbindung ist alten Mustern gefolgt und diese alten Muster. Die scheinen nicht mehr ihren Dienst zu tun. Das heißt, Januar, könnte ein bisschen schwierig sein. Dann, nee, ich muss jetzt hier nicht zu viel reden, weil wir haben 12 Sternzeichen. Ich versuche das kurz zu halten. Was ist der Impuls des Universums für den Steinbock-Spirit?
viele Impulse. Ich glaube, dann höre ich auch auf. Ne? Also, Steinbock ist im Jammertal. Steinbock darf lernen, dass das Leben eigentlich leicht und einfach sein kann. Alles, was ich wissen muss, wird mir zur rechten Zeit enthüllt. Ich vertraue mir selbst und dem Leben. Alles ist gut. Ja, das hat aber noch nicht verstanden. Deshalb muss es manchmal echt dunkel werden, damit man die nötige Klarheit bekommt. Steinbock darf im Januar lernen, dass auch wenn er vielleicht ein Stück weit zurückgewiesen wird, er trotzdem liebenswert ist. Ich muss mir Liebe nicht erst verdienen. Ich bin liebenswert, wie ich bin. Andere spiegeln die Liebe, die ich für mich selbst empfinde. Was haben wir noch? Ich bin sicher, auch bei Veränderungen. Das heißt, ne, da kommt eine Veränderung für einige Steinböcke im Januar ins Leben. Mit Freude und Leichtigkeit begegne ich dem Neuen. Wunderbare Erfahrungen treten an die Stelle des Alten. Mein Leben wird immer besser. Ja, jede Veränderung bietet halt eben auch eine Chance. Meine Sexualität ist gut und natürlich. Ich freue mich an meiner Sexualität, an meinem Körper. Ich habe den für dieses Leben perfekten Körper, zärtlich und mitfühlend umarme ich mich selbst. Ja, da kommt dann vielleicht auch nochmal das Thema Selbstwert ans Tageslicht. Wenn da irgendwas passiert, wo man sich abgetrennt fühlt, zurückgewiesen fühlt, ja, dann kommen diese Themen einfach auf den Tisch. Und indem man seine Sicht verändert, verändert man sein Leben. Und er wird eine neue Aufgabe finden, vielleicht nicht direkt im Januar, aber er wird begreifen, dass er offen für seine berufliche Aufgabe sein darf, bei der er, der Steinbock, seine Fähigkeiten optimal einsetzen kann, mit Menschen vielleicht arbeiten, die sich schön, was, die er schätzt, sich in einer angenehmen Umgebung bewegen, ja, und sich mit Menschen umgeben, die seinen Wert erkennen. Jo, ich lasse das mal so stehen. Liebe Steinböcke, schaut euch gern auch euren Aszendent, euer Mond- und Venuszeichen an. Das kann man googeln, wenn man denn den Geburtsort und die Zeit weiß. Nach dem Steinbock gehen wir jetzt ins Wassermann-Zeitalter und dann gucken wir mal, was den Wassermann so erwartet. Liebes Universum, was darf ich den Wassermännern hier aus meinem Kollektiv mit auf den Weg geben? Wassermann. Wassermann kommt in Bewegung. Da haben wir den Wagen. Der Wassermann ist zuversichtlich. Wassermann hat schon einige Dinge für sich auf den Weg gebracht. Steht so ein bisschen an dem Scheideweg, gehe ich rechts, gehe ich links, weil geradeaus wird mir jetzt gerade zu langweilig. Der Wassermann ist mutig im Januar, selbstbewusst, unternehmungslustig. In sein Leben kommt Bewegung. Ja, da könnte eine ganz schöne Überraschung auf dich zukommen. Ja, was für einfach für eine Veränderung sorgen wird. Punkto Liebe, sagt der Wassermann. Ja, ich habe totales Vertrauen, dass das, was ich mir da vorstelle, in mein Leben kommt. Ich bin schon verliebt oder ich werde mich verlieben im Januar. Hier ist auch die Überraschung rausgehüpft. Da kommt eine Surprise auf dich zu. Eine Überraschung, die mit der Liebe auch zu tun haben könnte. Ja, du bist voller Zuversicht und Vertrauen. Muss ich also gar nicht so viel erzählen. Der Impuls für den Wassermann-Spirit. Wisst ihr, da braucht auch nicht so viel mehr rauszuhüpfen. Freiheit ist mein Geburtsrecht. Jo, und Wassermänner sind sehr freiheitsliebend. Ich bin frei,
wunderbare Gedanken zu denken. Ich lasse alte Begrenzungen hinter mir und entfalte jetzt mein höchstes Potenzial. Wird ein schöner Monat, muss ich nicht viel reden. Ich weiß auch, dass es nicht alle treffen wird. Es hat aber immer was mit der inneren Einstellung zu tun. Jetzt pack mal die Kärtchen mal wieder dazu und gehen über zum nächsten Sternzeichen. Ich muss immer mal spinksen, weil die Reihenfolge habe ich nicht parat. Die Fische. Ja, liebe Fische, dann gucken wir mal, was für euch im Januar so die Energie sein wird. Eine Energie für Fische, bitte. Januar 2022. Bäm, die Welt. Genial. Ja, auch die Fische werden im Januar erkennen, dass ja, sie ihrem Ziel nicht mehr allzu weit entfernt sind. Die Fische sind dabei, ihren inneren Frieden zu finden, ihren Platz zu finden, in sich selbst zu ruhen. Fische sind ja im vollsten Vertrauen, die große Liebe bereits gefunden zu haben. Das sorgt für Glück, Harmonie und Frieden im Alltag. Ja, für einige könnte es jetzt in die Planung gehen, was die Lebensgemeinschaft angeht. Und um nochmal auf den Otto-Prozess zurückzukommen, vielen Fischen scheint es gelungen zu sein, sich selbst so zu vervollkommnen, dass im Januar die Weichen gestellt werden, dass der männliche und der weibliche Teil, der sich schon so viele Leben kennt, ja, zusammengeführt werden darf. Was passiert denn in puncto Liebe? Was ist da das Stichwort? Es wird gesprochen miteinander. Es wird nochmal was aufgerissen in puncto Selbstwert. Du wirst nochmal auf den Prüfstand gestellt, aber ich glaube, dass du auf einem guten Weg bist, dich selbst so anzunehmen, wie du bist. Und kannst die Sonnenbrille im Grunde ausziehen, weil du musst nicht mehr stalken, du musst nicht mehr gucken, was tut dein Gegenüber, was macht er, was musst kontrollieren. Wenn dem doch so ist, dann wird im Januar da ein Sinneswandel passieren und dir die Erleuchtung kommen, dass dir das so überhaupt gar nichts bringt, außer ein bisschen Chaos im Kopf. Der Impuls für dich für den Januar. Mein Zuhause ist ein friedvoller Hafen. Liebevoll segne ich mein Heim und diese Liebe schafft Wärme und Behaglichkeit. Ich fühle mich darin friedvoll und geborgen. Ja, alles auf dem Weg. Sehr viel Potenzial. Vielleicht noch mal so ein paar Feinheiten, die es zu überprüfen gibt. Ja, guck mal einfach. Januar ist mal gerade der erste Monat von 2022. Was kommt nach Fische? Ich gucke, warte. Da geht's weiter mit dem Widder. Die Energie für den Widder, für den Januar 2022 Spirit. Auch Widder scheint auf einem guten Weg zu sein, ist dabei, den inneren und äußeren Reichtum zu erkennen, auch zu schätzen und endlich mal zu genießen, sich selbst zu genießen, das, was um ihn herum ist, zu genießen. Er kommt im Januar in eine gewisse Stabilität und wird anfangen, über den Nestbau nachzudenken. Fast so schön, um wahr zu sein. Hier ist das Herz mit dem Schlüssel noch rausgesprungen. Widder heißt die Liebe willkommen, ist sich sicher, er hat the one and only gefunden, fängt an, sein Herz zu öffnen, die Gefühle fließen zu lassen.
Für einige wird es im Januar schon dahin gehen, dass sie wirklich den Entschluss fassen, zusammenzukommen, zusammenzuleben. Das scheint ein ziemlich erfüllter Monat zu werden in der Leichtigkeit. Ja, ich kann hier nichts anderes deuten. Hier steht Text drauf, also kann ich da jetzt, und das Gefühl dazu ist passend, kann ich da nicht viel anderes zu sagen. Ein Impuls bitte für meine Widder. Ein Denkanstoß. Freiheit ist mein Geburtsrecht. Springt das schon wieder raus? Ich bin frei, wunderbare Gedanken zu denken und lasse alte Begrenzungen hinter mir und entfalte jetzt mein höchstes Potenzial. Und ich finde jetzt eine neue Aufgabe. Ich bin offen für eine neue berufliche Aufgabe, bei der ich meine Fähigkeiten optimal einsetzen kann, mit Menschen arbeite, die ich schätze, in einer angenehmen Umgebung und gegen gute Bezahlung. Ja, na, da darf man immer noch mal überlegen, was ist zu optimieren. Habe ich vielleicht irgendwas Besonderes an Talenten, an Potenzial in mir, wo ich andere Menschen teilhaben lassen kann, erfreuen kann, weiterbringen kann? Ja, dann überleg mal, ob was zu verändern möglich ist und dann einfach mal machen. Zumindest einfach mal anfangen. Einfach mal machen. Ja, doch, eigentlich schon. Aber für manche ist das nicht einfach so möglich, weil man kann aus jeder Verpflichtung nicht sofort raushüpfen, aber man kann den Weg bereiten. Kommen wir jetzt zum Stier. Stier, Legung für den Stier, Spirit, Januar 2022. Was soll ich erzählen? Mäßigkeit. Ist eigentlich die Schützekarte. Der Stier scheint auf einem Weg zu sein, wo gesunde Entwicklungen stattfinden. Der Stier darf im Januar nochmal seine Geduld auf die Probe stellen. Oder da wird die Geduld nochmal auf die Probe gestellt. Vielleicht ist der Stier nicht unbedingt der geduldigste Mensch, aber er hat gemerkt, dass es nichts bringt, Dinge zu forcieren. Dieser super Spruch, wenn man an Gras zieht, wächst es auch nicht schneller. Der Stier ist dabei, die Dinge ins Fließen zu bringen, seine Gefühle auch mal nach außen zu transportieren, und da scheinen viele Gefühle zu sein, die ans Tageslicht kommen wollen und sollen. Du beginnst eine gesunde Einstellung zu dir selbst zu entwickeln, und das bringt dich in einen inneren Frieden, der dir vorher nicht so wirklich bekannt war. Ja, du bringst Dinge in deinem Leben ins Gleichgewicht, ja, die erstmal nicht wirklich, ne, vorher nicht wirklich ausbalanciert waren. In puncto Liebe zeigt sich Folgendes. Das wird jetzt ein langes Orakel. Solltest du in einem Seelenpartnerprozess sein, wird der Januar dir nochmal sämtliche Lernaufgaben vor den Latz brettern. Du wirst an einigen Stellen angetriggert werden von deinem Gegenüber, dadurch aber nochmal in die Tiefe deiner Gefühlswelt eintauchen und dadurch zu neuen Erkenntnissen kommen. Der Januar wird ein Monat sein, der dich ein großes Stück weiterbringen wird, was die Selbstliebe angeht. Und ohne Selbstliebe keine wahre Liebe für jemand anders. Der Tipp des Universums oder der Denkanstoß. Danke. Ich lasse alle Kritik los. Ich gebe nur das, was ich selbst zu empfangen wünsche. Meine Liebe und Offenheit anderen gegenüber spiegeln sich in meinem Leben wieder. Ja.
wenn du es besser weißt als dein Gegenüber, könnte sein, du kriegst da was zurück, was dir dann im ersten Moment nicht so schmeckt. Dein Verhalten wird irgendwo immer wieder gespiegelt, nicht nur vom Seelenpartner, was du ausstrahlst, das bekommst du zurück. Das ist einfach das Resonanzgesetz. Das waren die Stiere. Dann kommt jetzt als nächstes der Zwilling an die Reihe. Gucken wir mal für den Zwilling, was ich da erzählen soll. Die Energie für die Zwillinge, bitte. Für den Januar Spirit. Was bringt der Januar für den Zwilling 2020? Der Zwilling ist eigentlich ein Mensch, der mal sehr zuversichtlich ist, aber ne, der hat so zwei Seiten, eine traurige, eine fröhliche, wie jeder Mensch, eine weibliche, eine männliche, wie jeder Mensch. Aber diese beiden Seiten wollen im Januar nochmal genau betrachtet werden. Wo sind noch Ängste? Wo gibt es Eifersüchteleien? Wo bist du dir selbst noch unsicher? Wo reagierst du überempfindlich? Im Januar könnte es gut sein, dass deine Träume dich auf den richtigen Weg leiten oder dich zu neuen Erkenntnissen bringen. Es gibt noch ein paar Unsicherheiten und Ängste in dir, die sich noch mal anzuschauen lohnen. Aber ich glaube, dass der Januar eine große Chance dir bietet, dich deinen Gefühlen noch mal zu stellen. Ja, und dich einfach mutig auf den Weg zu machen, vielleicht noch mal in einer anderen Art und Weise als bisher. In Sachen Liebe kommt hier Folgendes auf dich zu. Einiges. Ja. Du lässt immer wieder die schönen Erinnerungen mit deinem Gegenüber Revue passieren. Dadurch lernst du aber auch aus der Vergangenheit. Du weißt, dass ihr euer Verhalten gegenseitig spiegelt. Und dieser Spiegel zeigt dir immer noch mal genau, wo stehst du in deinem Selbstwert. Dass diese Union zwischen, ne, dir und deinem Herzensmenschen, Seelenpartner, whatever, existiert, dir bewusst, dass ihr auch diese Verbundenheit habt hier, ne? Also wirklich nicht zu trennen seid, dass dieser Seelenvertrag existiert, ist dir auch bewusst. Ja, aber da werden im Januar noch mal ein paar Dinge in deine Richtung geschleudert, die dich fast zwingen, dir deine weiche Seite noch mal genauer anzuschauen. Ja, was ist der Tipp des Universums? Ich wollte mich kurz fassen. Muss mal gucken, ob ich das mit diesen Zeitstamps hinbekomme. Ich schaffe inneren Frieden und dieser Frieden spiegelt sich in der vollkommenen Gesundheit meines Körpers wider. Ich liebe meinen Körper. Ja. Krankheiten entstehen immer dann, wenn irgendetwas nicht im Fluss ist. Und jetzt geht's weiter für den Krebs. Dann machen wir mal die Legung für den Krebs, Januar 2022. Was soll ich dem Krebs erzählen? Was bringt der Januar? Erste Zeichen für das, wow, zwei Karten fallen. Also irgendwie wird im Januar eine Weiche gestellt, dass es in deinem Leben in eine neue Phase geht. Alles auf Null. Wenn man bei Null ist, kann aufgebaut werden. Ich glaube, im Januar darfst du lernen, dein Leben einfach mal locker und unbekümmert anzugehen.
Irgendeine Überraschung wird auf dich zukommen, mit der du vielleicht erstmal nicht unbedingt gerechnet hast. Ja, dadurch werden die Weichen für einen Neuanfang gestellt. Und dann sind hier die 10 Kelche rausgehüpft. Die Familiengründung hätte ich jetzt bald gesagt. Es wird auf jeden Fall ein Monat sein, der die tiefe Liebe wirklich ans Tageslicht holt. Ein Monat, in dem es viele glückliche Momente gibt. Du umgeben bist mit einem angenehmen Umfeld. Ja, und auch viel Zeit mit den Menschen verbringst, die dir sehr, sehr wertvoll sind. Du schaust da auf das gemeinsame Zuhause. Drüber ist der Regenbogen. Das scheinen super Energien zu sein für den Krebs. Und dann gucken wir doch mal, was die Liebe dir so bringen wird im Januar. Klarheit, Wahrheit, Solidarität, Ehre, Schutz. Muss ich nicht viel sagen, sind wir schnell durch. Sind nur Tendenzen, ne? Und wie gesagt, manchmal beeinflusst auch das Aszendent und Mond und Venus deine Energien. Ha? Ha, Entschuldigung, da kam ein Feuerwerk. Ich gleiche meine männliche und weibliche Seite aus. Also dein Gefühl kommt in den Fluss, dein Gefühl möchte nach außen transportiert werden, weil wir haben ja 2022. Meine männlichen und weiblichen Wesensanteile sind in perfekter Harmonie. Ich bin in Frieden mit mir, alles ist gut. Ja, dann ist auch alles gut. Muss Zapunzel nicht lang orakeln. Wir machen nur eine Tendenz heute. Dann kommt als nächstes der Löwe, ne? Der Löwe. Löwe, deine Energie im Januar 2020. Was soll ich dir erzählen? Der braucht drei Karten. Ganz interessant. Löwe lässt hinter sich, und zwar all das, was sich in der Vergangenheit einfach totgelaufen gefühlt hat, angefühlt hat. Löwe macht einen ganz klaren Cut und verabschiedet sich von der Vergangenheit, damit er sagen kann, Hallo Zukunft. Löwe hat angefangen, den inneren und äußeren Reichtum, der ihn umgibt, anzunehmen und zu erkennen, zu genießen vor allen Dingen. Löwe hat im Januar einen Monat, der für ihn sehr erfüllend ist und einen Monat, der ihn sehr zufrieden sein lässt. Löwe denkt über Familiengründung nach, weil er fühlt eine gewisse Stabilität in sich und auch was eure Verbindung angeht. Löwe denkt an Nestbau. Nämlich als, das ist Blödsinn. Dann sind die vielleicht so gefallen, weil andersrum macht das keinen Sinn. Er lässt zurück, dass er aus Angst, die aus seiner Vergangenheit begründet ist, wo er sehr viel einengende Beziehungen kennengelernt hat, auch immer wieder Angst hatte, die Menschen, die ihm lieb und teuer waren, in seinem Leben wieder zu verlieren. Ja, das scheint er zurückzulassen. Also der ist mit seinen Ängsten sehr vertraut gewesen. Das hat ihn unbeweglich werden lassen. Er hat auch immer ein sehr übertriebenes Sicherheitsbedürfnis gehabt. Aber wenn er wirklich auf dem Weg ist, seinen inneren und äußeren Reichtum zu erkennen und zu schätzen und alles im Januar, dann wird er auf dem richtigen Weg sein, sich von seinen Instinkten leiten lassen. Und das kann niemals falsch sein. In puncto Liebe ist er auf dem aufsteigenden Ast, ist dabei ein positives Mindset zu entwickeln.
klar und deutlich zu formulieren, was er möchte. Ja, und das führt halt eben eigentlich zu ziemlich schönen und hochschwingenden Energien. Dann bitte der Rat des Universums für den Löwen. Was kommt danach? Die Jungfrau? Ich bin flexibel und offen. Nicht mehr starr und unbeweglich. Ich bin offen für den Wandel. In jedem Augenblick habe ich die Chance, mehr und mehr mein wahres Sein zu leben. Leicht und mühelos fließe ich im Strom des Lebens. Was willst du mehr? Ich meine, es wäre die Jungfrau, aber zur Sicherheit gucke ich noch mal kurz. Genau, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, ob ich mir das merken kann. Liebe Jungfrau, deine Energie für Januar 2022. Was soll ich der Jungfrau erzählen, Spirit? Auch die Jungfrau, ich lasse hier fast nur gute Karten springen. Die Jungfrau ist auch dabei zu begreifen, dass es sowohl in ihrem Inneren als auch im Äußeren sehr erfüllt aussieht. Dir werden sich im Januar gute Gelegenheiten bieten, die du dann auch zu nutzen weißt, wo du wirklich deinem Instinkt vertraust und diese Gelegenheiten einfach beim Schopfe packst. Dadurch machst du neue Erfahrungen und aus diesen neuen Erfahrungen heraus werden dir interessante Geistesblitze ins Hirn gesendet. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es anders formulieren soll, die dich zu neuen Erkenntnissen bringen und diese neuen Erkenntnisse bringen eine Veränderung, eine positive Veränderung. Auch was die Liebe angeht. Du fängst an zu genießen, nämlich das, was da ist, und nicht zu vermissen oder ständig zu bedauern, was dir alles fehlt. In der Liebe darfst du im Januar nochmal überprüfen, inwiefern dir das irgendetwas bringt, dein Gegenüber zu beobachten, zu stalken. Was hat er im Status? Was hat er im, weiß ich wo, welche Plattform er da nutzt, du da nutzt. Diese Interpretationen bringen nur Verwirrung und dir letztendlich gar nichts, außer ein paar Problemchen und unklare Sicht, weil du kannst nicht wissen.